Ja, Ada Erjan bei uns, unser Neuzugang von Borussia Dortmund bis zum Sommer gekommen. Ja, was hat dich bewegt, zum WSV zu kommen? Ja, ich glaube, der WSV gilt als Traditionsverein. Und ja, die haben Ambitionen und ich glaube, es passt ganz gut mit mir, mit meinen Zielen überein. Und ja, ich hoffe, dass wir in der neuen Saison angreifen können und eine erfolgreiche Saison spielen. Du kennst die Regionalliga, du hast ja vorher bei Regionalliga gespielt. Wie hast du den WSV da wahrgenommen? Ja, ich fand es war immer schwer, gegen Wuppertal zu spielen. Es war immer eklig. Und ja, so also war immer eine spielstarke Truppe auch gewesen, gegen die es schwer war, auch ja, zu gewinnen. Dann hast du den Sprung gewagt in die dritte Liga zu den Amateuren von Borussia Dortmund. Ja, wie war das für dich, dritte Liga? Bist du durch ganz Deutschland gefahren mit deiner Truppe zum Spiel? Wie war das? Ja, war schon natürlich noch mal ein bisschen was anderes. Die Regionalliga ist das drumherum, ist alles noch mal ein Tick größer, sag ich mal. Von der Qualität her können sicher auch einige Regionalligisten mithalten, aber das drumherum dann ist dann schon noch mal alles ein Tick größer. Und ja, vor allen Dingen die Stadien und alles hat schon Bock gemacht. Jetzt bist du schon ein paar Tage hier bei uns in Wuppertal. Wie wurdest du aufgenommen von deinen neuen Mitspielern und deinem Trainer drumherum? Ja, gut, also die Jungs sind alle in Ordnung, auch vom Trainerteam, also sehr positiver Eindruck. Was nimmst du dir vor für die Zukunft hier beim WSV und was nimmst du dir auch persönlich vor? Ja, ich glaube, als Mannschaft gilt es sich erstmal zu finden, eine Einheit zu werden und dann gut in die Saison zu starten. Und dann kann man, glaube ich, noch mal genauer über Ziele und so weiter sprechen, aber der Anspruch sollte natürlich schon sein, oben mitzuspielen. Und ja, auch für mich persönlich halt auch dann zu spielen und ein wichtiger Bestandteil zu werden. Ja, viele Fans fragen sich immer, was machen die Fußballer, wenn das Training vorbei ist oder nach dem Spieltag? Hast du besondere Hobbys oder wie verbringst du deine Freizeit? Ja, also es kommt ja immer drauf an. Meistens, wenn man jetzt vormittags trainiert, dann gehe ich nachmittags gerne einen Kaffee trinken mit Kollegen oder was essen. Ansonsten schaue ich auch in meiner Freizeit viel Fußball oder auch andere Sportarten. Ja, und so wie es halt die Zeit zulässt, es kommt immer darauf an, wie oft man trainiert und so weiter. Aber insgesamt eigentlich jetzt auch nichts Besonderes. Hast du da vielleicht einen Fußballverein oder einen Fußballspieler, den du besonders gern anguckst? Ja, also ich bin eher generell so allgemein Fußball begeistert. Ich schaue mir viele Ligen an, jetzt so ein Team oder ein Spieler. War vielleicht früher als Kind so, aber jetzt mittlerweile eher nicht so. Ja, perfekt. Danke dir für deine Zeit. Dann wünschen wir dir viel Erfolg hier bei uns in Wuppertal und dass du verletzungsfrei bleibst. Ja. Danke dir. Vielen Dank.